Oh, Ägyptchen 1 fast um. Vorsicht! Wo ist das denn hingeflogen? Herzlich willkommen zur 17.2. Folge von Bausim zusammen mit Tobi. Ja, hallo. Wer das Projekt kennt, dem ist aufgefallen, warum macht Pascal die Anmod? Ja, das liegt daran, weil er unbedingt 17.2. sagen wollte. Ich wollte sagen, zum zweiten Teil der 17. Folge, so wie ich es immer mache, wie ich es schon immer gemacht habe. Es ist die 17.2. Folge heute. Heute ist es die 17.2. Folge. Okay. Ja, was machen wir? In der letzten Folge so einen Keller und ein Fundament für eine Raststätte gebastelt. Genau, zeig den Leuten mal was hier, was wir gemacht haben. Erzähl mal, was haben wir denn gemacht? Naja, als wir angekommen sind. Wir haben verdichtet, gebuddelt, es ist schon mal Beton falsch. Reingekippt und fertig. Ja, grob zusammengefasst schon. Naja, wir haben nicht erst verdichtet und dann gebuddelt. Wir haben auf jeden Fall erst gebuddelt und dann verdichtet, aber... Wir haben erst verdichtet und dann nachgebuddelt. Sicher. Also wenn, haben wir vorher noch planiert, aber... Das meine ich ja mit verdichtet. Ja, planieren und verdichten sind aber zwei ziemlich unterschiedliche Dinge. Lass mich. Ja, okay. Ich habe gerade diese Fertigwände hier genommen und ich weiß nicht ganz warum, weil die brauchen wir gerade eigentlich gar nicht. Aber wir müssen dann sowieso noch mehr Pakete holen, deshalb habe ich die jetzt einfach mal mit runtergenommen. Wir brauchen wieder Betonschalung. Betonschalung und Stahlträger. Ich denke, das heißt, dass wir wieder gießen müssen. Und vielleicht können wir da parallel sogar dann wieder irgendwas mit Stahlträgern bauen. Dass wir dann wieder parallel arbeiten können, das wäre ja gar nicht so schlecht. Ich kann erst mal parallel hier die Betonpumpe aufbauen. Ja. Baust du so parallel auf der verdichteten Kiesfläche auf? Also ich hier einmal mich so 90 Grad gedreht stelle. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo die Betonschalungen dann hinkommen. Die Topo sollte doch reichen von der Länge. Ja, an sich schon, aber wenn es jetzt direkt daneben ist, dann wird es schwierig. Ja, okay, das stimmt. Siehst du? Hätte es jetzt dort gestanden, wäre es ein Problem gewesen. Aber wir müssen gar nichts platzieren, so, ne? Mit Beton. Nö. Das hat das Subunternehmen gemacht. Aber gut, dass ich hier gerade alles aufgebaut habe, ne? Ja, wir brauchen das ja eh noch mehr. Eh noch mal. Aber du, wir haben noch einen Haufen Fertigbände. Ich glaube, der wäre es ganz gut, wenn du dir dann nochmal einen zweiten Kran holst. Oder ich hol mir eben einen zweiten Kran. Dann bleib du in dem, ich hol mir einen Mobilkran einfach. Okay. Jetzt sehen wir auch nochmal so ein bisschen High Quality. Was wollte ich gerade sagen? Indoor Cam, aber nee, das ist es ja nicht. Wie heißt denn das? First Person. First Person Erlebnis haben wir hier. Boah, das ist aber sehr knapp. Da ist fast auf meinen Stahlträgern gelandet. Platzierst du dich vielleicht eher auf der Seite von der Tankstelle? Also ich weiß nicht, ob du da gerade langkommst, ansonsten fährst du eben über die Autobahn. Ja, ich musste einfach verkehrt rum als Geisterfahrer über die Autobahn fahren. Ja, ach, das passt schon. Ich habe so gerade so ein bisschen scheppern gehört. Was rammen die mich alle hier, die Autos? Ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen gescheppert gerade. Was ist denn los? Ja, so, ich habe schon 3 Autos gerammt in der Zwischenzeit. 4 Autos. Was ja, warum weichen die nicht aus? Ja, warum weichst du nicht aus? Ja, ich bin schwerfälliger. Frage. Ich bin schwerfälliger Kran. 6. Ja, guck mal, Heck schwenkt aus. Ne? Deswegen habe ich gerade auch einen 6. hier mitgenommen. Eieiei. Aber man hat eine schöne Aussicht hier aus dem Kran. Hörer Platz. Ah, gut, für das kurze Stück 6 Autos rammen, das kann man machen, mal. Kann man machen, muss man nicht. Oh, guck mal.
Wie Pilze sprießen sie aus dem Boden. So, jetzt die Wände. Ja, die muss noch einer entsichern. Habe ich das natürlich dort schön komm ich auf die andere, dran an die Wände oder nicht? Auf die andere Seite gestellt. Das ist natürlich auch sehr optimal. Und dann hebst du erst runter. Ich schaue gerade, würde ich hinten an die Wände rankommen? Ah, knapp. Knapp, Tobi, knapp. Ja, weiter komme ich leider nicht als das hier. Ist das der Große oder der Kleine? Der Große. Ja. Als ob ich den kleinen Mobilcar nehmen würde. Naja, ich steig mal aus und mach die los. Oh, Treppe. Der ist schön ausgewichen, der Charakter. Hebst du das dann auch mal so in die Mitte? Dass, ne? Naja. Hui, das ist die. Klong. Schwupp. Ab geht die Post. Na, jetzt komm ich weg, jetzt gehe ich auch wieder in eine andere Kranperspektive. Oh. Wie schön das. Ja, aber gut, dass du es aufgebaut hast, ey. Na? Gut, dass du es aufgebaut hast. Parken wir ein bisschen gleich auf der Straße, dass das nicht wieder im Weg ist dann. Der Autokran, der blockiert jetzt auch die ganze Route, ne? Dadurch, dass du so quergestellt hast, ist einmal alles blockiert. Ich muss ihn hier irgendwie dahinstellen, ordentlich. Also die Raststätte ist eh schon zugebaut. Ja, aber zum Beispiel mit dem LKW, wenn man da jetzt rausfahren würde, dann hätten wir ein Problem. Ja, und für die Besucher der Tankstelle. Ja, dann mache ich eine Fahrspur dem frei wieder. Nee, nicht für die Besucher der Tankstelle, für uns. Ja, aber die offizielle Tankstelle haben wir noch geöffnet, ne? Die ist ja nicht geschlossen worden für uns. Ach so, ja. Wir sind doch die einzigen Besucher dieser Tankstellen, also daher. Ich habe da sonst noch kein Auto drin gesehen. Hast du schon den goldenen Hammer eingesammelt? Welcher goldene Hammer? An der Tankstelle. Vorne. Also auf der anderen Seite da ist. Vor dem Gebäude ist so ein Dingsbums. Goldener Hammer. Eieiei, dieser Fahrstuhlschacht, der macht auch ganz wilde Unternehmungen. So, jetzt wird der aber mal ordentlich platziert hier, ne? Ich mache nämlich nicht nur Mist, ich platziere manchmal auch Elemente ordentlich. So, was kommt denn als nächstes? Betonierung! Jetzt brauchen wir sie. Ach, schon, dass wir es gerade abgebaut haben. Mhm. Danach kommen wieder Fertigwände. Boah, das ist eine größere Betonierung. Ich würde tatsächlich sagen, ich steig mal in den LKW, gehe zur Fertigwandfabrik, da, und dann packst du die Betonpumpe dorthin, wo der LKW stand. Nur noch näher ans Haus ran. Wo der LKW stand. Also der Tieflader. Mit den Fertigwänden. Vor dem Autokran, ja, auf der Straße, dann, dass das nicht wieder im Weg steht, dann irgendwann. Die Pumpe. Du. Map. Gewehr. Fertigwandfabrik. Paketladen. Paketladen. Zwei Raststätte. Ach so, ohne Schnellreisen, das wäre schon echt mies. Jetzt plötzlich spawnt hier vor meiner Nase der LKW. Also musst du schon auf die andere Spur rüber, Tobi, sonst
kann man ja nicht mal durchfahren. Ja. Ich mag den ein bisschen um. Beep, beep, beep. Ups. Weeps. Man kann jetzt übrigens eine Taste belegen für Verkaufen. Also, dass du sozusagen im LKW zum Beispiel sitzt, im Muldenkipper. Dann wird der voll mit Erde gefüllt. Und dann musst du einfach nur eine Taste drücken. Und das wird verkauft. Cool, oder? Apropos, ich habe keinen Beton mehr. Ah, jetzt noch wieder. Ja, lüg doch nicht. Okay, also mit der Position hier kommen wir auf jeden Fall nicht auf die gesamte Baustellenfläche. Ich fahre den Autokran noch ein bisschen ein, damit der nicht irgendwo dann hier im Weg ist. Der Betonkübel ist gerade, der stand gerade unterm Gitter, ist dann aber dadurch, dass du Beton reingefüllt hast, nach oben geschwebt. Oh, bei mir nicht. Also der ist so langsam nach oben geschwommen, sozusagen. Interessant. Ja, okay. Weil, ich habe ja nicht mal ansatzweise irgendwie die Hälfte so gegossen. Also mittelmäßig war das jetzt, hä? Ach, bei Mittel muss man ein bisschen, so ein bisschen mehr als die Hälfte. So zwei Drittel müssen, oder nicht so, ne? Ja, aber nö, es war vielleicht so, keine Ahnung, ein Viertel, was ich gegossen habe. Ja, gut. Fertigwände liefern. Die hab ich ja schon gemacht. Ach, guck mal, das hat sogar eine Außentreppe. Wie cool. Ich könnte die Gangschaltung benutzen. Also ich habe ja keine Gangschaltung, aber so ein Schalthebel, also so Plus und Minus einfach nur. Und damit könnte ich dann Kamera hoch-runter einstellen. Dann könnte ich aber so hoch und runter gucken. Mit dem Ganghebel die Kamera steuern. Könnte ich aber hoch und runter gucken. Ah ne, jetzt muss ich auf die Seite, ne? Also soll ich so und so wechseln hier. Ach komm, das stelle ich jetzt mal ein. Dann sehen die Zuschauer auch mal, wie man sowas einstellt. Also geht hier in Steuerung, wählt dann hier das Gerät aus. Also das hier ist in dem Fall mein Lenkrad. Das ist der Joystick. Und das ist das Lenkrad. So, und jetzt suche ich mir hier raus Kamera. Und dann kann ich hier nach rechts und nach links schwenken und runterschwenken. Dann gehen wir hier auf Zuweisen. Dann mache ich hier das. Und das. So, jetzt ist das automatisch gespeichert. Ich finde... Ha! He! Witzig. Was war das gerade? Ha, he! Nicht hinterfragen. Wir haben Samstag. Also, wir nehmen gerade am Samstag auf. Ihr bekommt die Folge am Mittwoch. So... Hätten wir die Fertigwände dann auch soweit. Ich würde sagen, sind wir damit auch so gut wie durch. Steige ich hier Wänden. Gleich nochmal aus. Und die restlichen Wände machen natürlich wieder super Unternehmer, ne? Ja, das soll die machen. Aber ich denke mit, ich entferne schon mal die Rahmen hier. Die Transportrahmen. Du bist im Weg, Tobi. Ja, ich habe nur die Rahmen weggemacht. Was ist hier? Und die nächsten Wände. Achso, wir kriegen Wände automatisch geliefert. Ist ja auch schön. Oh, hier kippt schon eins fast um. Ah, Vorsicht! Wo ist das denn hingeflogen? Aber also die Gegengejüte. Ich hatte das liegt dort hinten. Das liegt im Wald. Ich habe aus, dass sie wieder abgehakt. Und dann ist dann plötzlich alles durch die Gegend geflogen. Weißt du, ich wollte das gerade aufnehmen, ja? Damit das nicht noch weiter Chaos stiftet. Dann kommst du... Jit! Und das Ding liegt im Wald. Ich hab an und dann wieder abgehakt. Da ist jetzt alles wie gegengeht. Eieiei. Kleines Upsi-Dupsi. Yay. Ah, Beton gießen. Na super.
Du, ich würde mal Kaffeepause machen, ja? Wirst mal was? Kaffeepause. Dann machen Sie eine Kaffeepause. Kaffeepause fertig. Warum funktioniert dieser Knopf nicht? Alter, unten rechts in der Symbolleiste wird es angezeigt, dass ich jetzt Beton gieße. Aber er gießt halt keinen Beton. Aber du tust es nicht. Och Mann. So sehe ich keinen Beton rauskommen aus dir. Nee, ich sehe auch kein nichts rauskommen. So, mache ich hier schön die Ecke voll. Oh, ich habe schon wieder keinen Beton mehr. Irgendwie, man bräuchte irgendwie so eine, nicht so einen Betonkübel in groß oder klein. Nein, man bräuchte einfach eine Betonwanne. Weil der ist mal so schnell alle. Ich bin auch alle. Das glaubst du nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir hier eine riesige Fläche haben und es einfach nur aus der Entfernung klein aussieht, was wir hier machen, aber... Ey, kommst du nicht ganz ran, oder was? Nee. Bisschen unter drunter durchschwenken. Ja. Ja, das ist echt für den Konstruktion. Oh, komm mal, Flugzeug. Boah. Bist voll. Ja. So, gießen. Ich habe auch bemerkt, letzte Folge, da wollte ich euch irgendwas auf der Karte zeigen. Habe dann mit der Maus drauf gezeigt und später im Schnitt habe ich dann gemerkt, die Maus sieht man ja gar nicht. Irgendwo in die Maus ausblendet, ne? Ja. An der Aufnahme. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen roten Kreis gemalt. In GIMP war es, glaube ich. Ah ne, ich habe es mit dem Programm gemacht, mit dem wir auch die Thumbnails machen. Also ich habe so, für die Professionalität hättest du eigentlich in Paint malen müssen, den Kreis. Nee, das Problem ist im Paint. Ich weiß ja nicht, wie man einen transparenten Rundhintergrund macht. Ich weiß. Paint hat keine Transparenz. Naja. Gar nicht? Ich weiß schon. Naja, Paint ist ja richtig scheiße, ey. Ich bin noch nicht voll. Oh. Ich gehe schon weg, wenn ich voll bin. So. Das ist ja auch unordentlich, was du hier machst, ey. Genau, da habe ich halt diesen roten Kreis gemacht und den dann halt auf der Karte eingefügt dort, wo ich hingezeigt habe. Ich musste tatsächlich nochmal nachgucken, weil ich war mir nicht sicher, ob ich in der Folge mit, also sozusagen im Live, wo wir das aufgenommen haben, ob ich dort mit der Maus an die richtige Stelle gezeigt habe. Also das habe ich gemacht. Ich bin nochmal in die, ins Spiel rein, habe geschaut, wo die Stelle ist, und zwar die Stelle, wo die Autobahn so eine Baustelle einfach nur ist, wo die einfach mal endet. Weil da noch ein Stück fehlt in dem Ringkreis. Ringkreis, ordentlich sprechen. Und da habe ich einfach an die Stelle einen roten Kreis gesetzt. Krass, oder? Merkt schon, wir tun alles für den perfekten Schnitt unserer Folgen. Aber wenn euch hier irgendwas auffällt oder wenn ihr irgendwelche guten Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Wir sind offen für Feedback. Stimmt, die Betonmischer brauchen wir auch nicht mehr. Ja, und den Rest lassen wir erstmal. Aber ja, es gibt ja jetzt nichts mehr anderes zu tun, außer Kranfarmen. Ja. Na, im Wortenende fast Kran, oder bist du arbeitslos? Oh.
will nicht arbeitslos sein. Also doch, ich könnte das Gebäude besichtigen. Was heißt denn davon? Dann machen wir eine Roomtour. Ja. Das ist sehr knapp bemessen hier. Das sieht auf jeden Fall sehr aus wie irgendeine... Macht man Roomtours heutzutage überhaupt noch oder sind nicht eher so 2018, ne? Naja, es gibt doch hier so ein paar Leute, die das noch machen. Also ich meine, es gibt halt Leute, die kaufen sich ab und zu eine neue Wohnung, ne? Aber ich kenne gewisse YouTuber, die kaufen, die ziehen jährlich einmal um, obwohl sie umziehen hassen, ne? Weil sie nach einem Jahr immer mit ihrer Wohnung unzufrieden sind. Ach, guck mal, ich kann was auspacken. Das ist eine interessante Tankstelle hier. Eine Raststätte, nicht Tankstelle. Ach, dann wird das so eine hotelmäßige Raststätte, oder wie? Ich kenne Raststätte nur so als Restaurant. Ja, ich auch. Keine Ahnung, was in die obere Etage dann kommt noch. Was habe ich denn jetzt hier ausgepackt? Wellblech. Jetzt hängt hier vorne so ein Wellblech-Vordach dran. Ah, cool. Phew. Ah ja, okay. Weil das sieht ein bisschen auch so aus, wie der, als wäre hier, dass das hier sozusagen so dieser Essensbereich ist zum Beispiel. Dann kann man hier mit dem Fahrstuhl noch irgendwo hoch. Oh, Raststätte. Fällt mir gerade eine richtig krasse Story ein. Ich glaube, wir können auch ganz am Ende der Folge noch erzählen. Was kommt jetzt? Und zwar letzten Herbst war ich auf Kursfahrt mit meinem Leistungskurs in Niederlanden und auf der Rückfahrt. Alter, wir hatten Busfahrer, also ich sag mal so, wir wurden insgesamt, glaube ich, sechsmal, viermal geblitzt oder so auf der Rückfahrt. Das ist viel. Ungelogen. Und dann waren wir auf einer Raststätte, so gegen 22 Uhr so. Das war dann schon kurz vor unserer Schule. Das waren, keine Ahnung, noch 50, 60, 70 Kilometer bis zum Ziel. Und wir sitzen da so in der Raststätte und essen halt alle irgendwie sowas. Und dann sind da so Slot-Automaten in der Raststätte, irgendwo in der Ecke. Und wir sehen unseren Busfahrer, wie er da rumgambelt an denen. Glücksspielmaschinen sind das, auf Deutsch. Ne? Wir einfach da an diesen Automaten sagen wir, oh, das ist einfach so viel falsch. Also, während wir 10 Stunden gefahren sind, von Nierland bis hierher, ist 6-mal unmittelbar, wie wir an dem Blitzer vorbeigefahren sind, hat es geblitzt. Es können nicht nur immer die anderen Autos neben uns gewesen sein. Und zum anderen spielt er auch noch Glück hier an so schäbigen Automaten in unserer Raststätte. Ist ein Weg? Keine Ahnung. Wo sind wir denn im Weg? Wo ist dieser Bereich? Ich gehe zum Coupé. Weil ich bin raus, Tobi. Ich bin raus. Du musst weg von der Straße. Ah. Ja. Jetzt. Da ist die. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Die Raststätte liegt an einer günstigen Stelle und wird hoffentlich von vielen Autofahrerinnen und Autofahrern wahrgenommen. Zu gegebener Zeit kann man hier und da noch über die Errichtung weiterer Lärmschutzwände nachdenken. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Erstmal gibt es dringendere Aufgaben zu erledigen. Was diese dringenderen Aufgaben sind, das sehen wir in der nächsten Folge. Ah, das sieht schon echt gut aus. Nicht so ein McDoof irgendwas Gedöns oder Burger King fair. Oder sonst was. Guck mal, sogar mit Carport hier, also Hammer. Oh, mein Eis hier. Wunderschön. Guck mal, das ist ein Gesicht. Süß. Boah. Aber gut. Dann können wir jetzt hier auch Rast machen mit unserem... Hilfe, ich klemme jetzt zwischen den Autos fest. Okay, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.